Hey und willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Football Manager 21 Karriere mit Kaiserslautern. Und wir gehen heute rein in den nächsten Monat. Wir haben ja den letzten Monat schon relativ erfolgreich bestritten. Dementsprechend hoffe ich, dass jetzt der März ebenfalls erfolgreich sein wird. Wir spielen gegen Rostock, Zwickau und Magdeburg. Das Spiel gegen Magdeburg werden wir live in dieser Folge machen, habe ich mir so gedacht. Und das Spiel gegen Zwickau und bei dem Spiel gegen Rostock, da werde ich euch, so wie ich es in der letzten Folge mit dem München-Spiel gemacht habe, also gegen Bayern 2, werde ich euch die Highlights, da werde ich euch die Tore zusammenschneiden. Einfach, weil mir das bei diesen Highlights vom FM, also sprich, wenn man jetzt so hier drauf geht und dann sich die Tore nochmal anguckt, ist mir alles zu schnell aneinander geschnitten. Deswegen machen wir das so. Wird die Folge, denke ich, auch mal nicht zu lange wieder werden. Vielleicht passieren noch ein, zwei Dinge nebenbei. Weiß man ja nie. Ich bin auch immer wieder ein bisschen am gucken, ob wir ein oder zwei Spieler immer noch für die nächste, also ob wir immer mal wieder einen Spieler für die nächste Saison verpflichten können. Da habe ich noch einige gescoutet und wenn da wieder ein guter dabei ist, werde ich dann natürlich auch wieder mein Glück versuchen. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir mal voran in die Spiele gegen Rostock und Zwickau und dann sehen wir uns vor dem Magdeburg-Spiel sozusagen wieder. Obwohl wir uns ja da auch schon sehen. Ach egal, ihr wisst, wie ich es meine. Wir gehen jetzt einfach voran weiter und spielen gegen Rostock. Wieder die Rostocker. Einwurf Rosbach. Relativ viel Freiraum da draußen. Spielen sie aber nicht an. Roter steckt ihn durch auf Verhoek und da ist es 1:0. John Verhoek macht das 1:0 für die Rostocker und die kommen da ja mal viel zu leicht durchs Zentrum durch. Ich weiß nicht, wer da nicht an seinem Mann bleibt. Da sehen Gottwald und Rieder tatsächlich beide nicht gut aus. Und was macht Spajic da bitte? Und das war's. Wir verlieren gegen Hansa Rostock, die aktuell 15. waren. Die können ja natürlich für die waren es schon wichtige 3 Punkte, vor allem 3 Punkte, mit denen die nicht gerechnet haben. Saarbrücken verliert aber tatsächlich auch. Saarbrücken verliert gegen Uerdingen, warum auch immer. Glück für uns. Aber das war echt ein richtig schwaches und vor allem extrem langweiliges Spiel von beiden Mannschaften. Aber wie können wir denn so ein Spiel verlieren? Also ich hoffe, dass die anderen zwei Spiele jetzt besser werden. Wir gehen jetzt rein in das Spiel gegen Zwickau. Ich weiß nicht, was ich gerade geklickt habe. Die Tabelle könnt ihr hier nochmal sehen. Wir sind zum Glück noch Zweiter. Aber nur weil Saarbrücken komischerweise auch verloren hat. Aber dafür sind jetzt Dresden und Mannheim und Bayern 2 allesamt an uns rangerückt. Sehr bitter. Umso wichtiger ist das Spiel jetzt gegen Zwickau. Das dürfen wir jetzt nicht auch noch verlieren. Okay, vielleicht gleich eine Chance vom Anstoß weg. Oh, Redondo wird da gleich mal gelegt zum Start. Gut, kriegen wir gleich mal einen Freistoß. Wikinger gleich auf Piri und da ist es 1:0 nach knapp 30 Sekunden. Und er zeigt einfach, wie wichtig er für uns ist. Im letzten Spiel war vorne absolut tote Hose. Hut konnte ihn nicht ersetzen. Ein gewechseltes Balbis ebenso nicht. Jetzt ist er wieder da und boom, macht er gleich das 1:0. Gleich die nächste Chance dort. Wollen wir uns gleich den Frust von der Seele schießen. Ich habe noch ein paar Positionen geändert. Vielleicht ist das auch ausschlaggebend und Pyrin macht gleich das nächste. Der Junge hat Bock. Der Junge hat Bock. Ihr meintet auch, dass er vielleicht als pressender Spieler Stürmer spielen sollte. Das habe ich eingestellt. Boom, er macht zack in 4 Minuten gleich 2 Tore. Unfassbar. Sehr schön. Oh, jetzt mal vielleicht wieder eine Torchance. Relativ lange jetzt nichts passiert. Aber aktuell kann ich noch nicht sagen, für wen die Torchance sein wird. Spajic jetzt, schöner Ball auf Chivci dort. Jetzt mal über Pyrie. Ritter habe ich jetzt auch als Flügelspielmacher sozusagen eingestellt. Macht er da ziemlich gut in diesem Spiel. Seedorf heute wieder ziemlich offensiv. Und Chivci! Wunderschönes Tor vom Hikmik. Hikmet Chivci, wunderschönes Ding. Jasula auf Seedorf, der legt den zurück und aus dem Stand haut der das Ding aber mal sowas von in die Maschen. Unfassbar, ey. Okay, jetzt Zwickau nochmal.
Jetzt nicht unbedingt nochmal das Gegentor. Natürlich kriegen wir noch ein Gegentor. Kurz vor Schluss. Ich hätte vielleicht auch mal ein bisschen defensiver einstellen sollen. Gut, das war jetzt mein Fehler. Ich habe das Spiel jetzt ein bisschen durchplätschern lassen. Dachte, da passiert nichts mehr. Stattdessen kriegen wir nochmal das späte Gegentor. Unnötig. Aber egal, am Sieg wird das jetzt auch nichts mehr ändern. Sehr nice. Wir gewinnen und schießen uns so ein bisschen in den Frust von der Seele gegen Zwickau. Und Dresden gewinnt gegen Saarbrücken. Saarbrücken absolut schlecht drauf, muss man sagen. Sie rutschen jetzt sogar auf Platz 4 runter. Dresden zieht an Saarbrücken vorbei. Und wir haben jetzt erstmal wieder zwei Punkte in meinem Vorsprung auf den dritten. Wie hat 1860 gespielt? Ah, die haben schon gespielt. Diese gerade. Oh, 1860 verliert gegen Halle. Was ist denn das schon wieder für eine komische Folge? Wir verlieren das erste Spiel, dachte ich jetzt, oh nein, wir rutschen in eine Krise. Stattdessen rutschen wir jetzt nochmal an den ersten Platz ran. Na gut, was heißt, wir rutschen ran? Wir holen uns eigentlich die drei verlorenen Punkte wieder zurück. Sehr, sehr wichtiger Spieltag. Krass, was es ausmacht, wenn man mal ein, zwei kleine Veränderungen in der Mannschaft macht, innerhalb der Taktik. Und schon performen wir. Krass. Ja, ich würde jetzt sagen, wir gehen nochmal vor zum Spiel jetzt gegen Magdeburg. Sehr gutes Spiel auch von Piri. Zwei Tore. Aber auch Seedorf hat immerhin zwei Vorlagen gemacht. Kann ich ja auch mal hier so erwähnen. Und ja, wunderschön, dass das Ganze jetzt so geklappt hat, doch noch, nachdem wir das erste Spiel so unnötig verloren haben, ey. Ich habe hier auch noch ein sehr interessantes Talent für die nächste Saison gefunden mit Finn Otto. Wäre jetzt nicht allzu teuer, sein Vertrag läuft aus. An ihm ist, glaube ich, noch Würzburg interessiert, wenn ich es richtig gelesen habe. Genau, Würzburg ist noch interessiert. Die Werte sehen eigentlich ziemlich gut aus, außer der Tackling-Wert. Aber dafür hat er eine Zielstrebigkeit von 14, sprich, das kann man alles noch trainieren, genauso wie Kraft und Schnelligkeit, aber er hat eine gute Größe, ist, na gut, ziemlich dünn, aber hat in Frankfurts A-Jugend wahrscheinlich oder in den Freundschaftsspielen U19, also wahrscheinlich in der U19 ziemlich gute Leistung abgerufen, eine Durchschnittsbewertung von 7,24 und hat immerhin schon 4 Tore gemacht, sprich ziemlich gut durchsetzungsfähig dort vorne, wahrscheinlich bei Standards, könnte theoretisch sogar auf der 6 spielen, könnte man zumindest ihn dahin trainieren. Sehe ich jetzt aber eigentlich nicht von den Werten her. Könnte man sich mal ins Auge fassen. Ich bin aber auch noch am Scouten von anderen Talenten. Sprich, den werde ich jetzt erstmal noch nicht holen, sondern erstmal gucken, ob wir da noch was Besseres finden. Aber der wäre auf jeden Fall sehr interessant. Dann wäre da noch Jamie Shalom. Glaube ich, dass er so heißt. An sich auch ziemlich interessant, wäre ein eher kleinerer, wendiger Spielertyp. Könnte auf dem Flügel spielen, aber auch im Sturm. Bei Lübeck unter Vertrag, hat in der Liga, na gut, wurde einmal eingewechselt, hat aber da wahrscheinlich nicht lange gespielt, hat aber für die zweite Mannschaft, also sprich, der wurde vor kurzem erst hochgezogen, hat für die zweite Mannschaft in 17 Spielen 11 Tore gemacht, sprich, der weiß auf jeden Fall, wo das Tor steht, hat auch eine gute Zielstrebigkeit, ist wahrscheinlich pressender Stürmer, würde ich jetzt sagen, rein von der Aggressivität her, was auch gut passen würde. Aber im Sturm bin ich an noch mehr Spielern dran, sage ich jetzt mal, als in der Innenverteidigung. Sprich, da müssen wir auf jeden Fall abwarten. Da haben wir nämlich einige interessante Spieler, deren Verträge auslaufen. Oder Talente, deren Verträge auslaufen. Und dann habe ich noch Stipe Vucor. Was heißt gefunden? Den bin ich gerade am Scouten. Der wäre natürlich nochmal ein richtiges Brett. Die Werte sind richtig, richtig gut. 28 Jahre alt. Sprich, perfektes Fußballeralter, wenn man so will, hat eine sehr gute Saison bisher gespielt und kennt den Verein, ist hier mehr oder weniger groß geworden, könnte man fast schon sagen. Das ist aber wieder die Frage des Geldes. Dazu wollte ich aber nachher nochmal was ansprechen bezüglich Geld und dem Ganzen. Aber jetzt gehen wir erstmal vor zum Spiel gegen Magdeburg. Also, wir gehen rein ins Spiel gegen Magdeburg mit 1:1 der gleichen Aufstellung wie im letzten Spiel, weil mir das echt gut gefallen hat, wie wir da gespielt haben. Piri wieder im Sturm. Nicht ganz. Eine Änderung gibt's. Wohlgemuth steht, ich glaube, zum ersten Mal in dieser Saison in der Startelf. So ist es. Einfach aus dem Grund, da sich Spajic verletzt hat. Fehlt uns jetzt wahrscheinlich, na, das Spiel, denke ich mal, nur vielleicht noch das nächste Spiel, hoffentlich nicht. Deswegen Wohlgemuth im Tor. Ich hoffe, er macht es gut, aber ich denke mal schon. Deswegen gehen wir jetzt so mit dieser Elf ins Spiel gegen Magdeburg, wie wir auch in das Spiel gegen Zwickau gegangen sind.
So, die Mannschaften kommen wieder aufs Feld und das Spiel ist auch angepfiffen, da ist gleich die erste Torchance. Jasula wird aber leider abgeblockt. Dennoch, wir bleiben erstmal im Ballbesitz dort. Starten wir wieder schnell, Pyri, und wir starten wieder schnell. Wieder ist es Pyri, der innerhalb der ersten Minuten trifft. Das ist unfassbar. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Klasse durchgesteckt von Jasula, Pyri, wieder überragender Abschluss. Behrens, gar keine Chance. Der wird uns richtig wehtun nächstes Jahr, weil er nicht mehr da sein wird. Vielleicht werden wir es irgendwie schaffen, den zu halten, aber ich bezweifle es. Da müssten wir uns auch mal umgucken, ob wir da vielleicht irgendwie schon mal einen Ersatz finden. Denn der Junge hört einfach nicht auf, Tore zu schießen. Pyri macht's nächste. Wieder wie im Spiel zuvor, innerhalb der ersten 5 Minuten ungefähr mit den 2 Toren. Ich glaube sogar wieder Jasula war es mit der Vorlage. So ist es, Jasula. Und dann Pyri kommt da viel zu frei vor Behrens zum Abschluss und macht es aber auch überragend. 2-0 nach knapp 5 Minuten. So kann man mal in so ein Spiel reinstarten. Dann haben wir auch die nächste Torchance nach 15 Minuten. Schön gespielt von uns erstmal. Jasula heute wieder sehr aktiv im Zentrum. Wieder auf Pyri. Und der Junge macht den Dreierpack innerhalb der ersten 15 Minuten. Das kannst du dir da nicht ausdenken. Der Typ ist on fire. Als pressender Stürmer noch mal besser. Jasula mit der dritten Vorlage. Das sieht man auch nicht alle Tage. Vorlagen-Hattrick von Jasula und Pyri mit den 3 Toren. Unfassbare Kombo dort. Krass. Einfach nur wow. 3 Tore, 3 Schüsse. Und da haben wir die nächste Torchance. Diesmal wahrscheinlich, nee, nicht für Magdeburg. Also Magdeburg hat eigentlich die letzten Spiele alle ziemlich gut gespielt, aber gegen uns scheinen sie sich gerade ziemlich zu überfordern. Jetzt Seedorf, der da mal auf der rechten Seite marschiert. Schöner Ball auf Chivci. Jetzt wieder gut durchkombiniert. Luschek flankt auch. Pyri legt sogar nochmal ab auf Redondo. Und was ist das denn? Redondo macht sein fünftes Saisontor. Aber wie ist der Ball da bitte schön reingesprungen? Hä? Warum auch immer Pyri da nochmal ablegt und dann ganz, ganz bitteres Ding für Behrens. Aber sehr seltsames Tor. Sehr seltsames Tor, aber mir soll es recht sein. Pyri hat gar nicht abgelegt, wie ich, oder doch, ich glaube, der hat schon abgelegt. Die nächste Torchance. Jetzt mal vielleicht für Magdeburg. Scheint so, gute Konterchance da über Sliskovic. Kraus lässt ihn da durchspazieren und dann ist da das Eigentor. Von Lia Wohlgemut im Debüt ein Eigentor. Aber was macht Kraus denn da bitte? Wirklich, das ist einfach nur, keine Ahnung, gucken. Und Wohlgemut sieht gar nicht gut aus. Also das war ein sehr unnötiges und auch wieder ein sehr komisches Tor. Und auch sehr bitter für den jungen Mann, dass der jetzt gleich so in sein Debüt starten muss. Schade. Gut. Die erste Halbzeit ist vorbei. Ich muss sagen, eine der besten ersten Halbzeiten, die wir so gespielt haben, abgesehen von dem Gegentor. Obwohl, so gut haben, also, was heißt, also effektivsten ersten Halbzeiten, die wir je gespielt haben, das trifft es, glaube ich, besser. Jetzt immer Eckball von Ritter, wird aber wieder abgefangen. Also unsere Ecken sind irgendwie allesamt richtig schwach aktuell. Ich weiß nicht, da muss ich vielleicht nochmal gucken, vielleicht hat sich da wieder irgendwas umgestellt. Jetzt Magdeburg mal wieder mit einem Angriff. Haben sie aber nicht so gut gespielt. Beck aber super verlängert auf Sliskovic. Pfosten. Also Doppelwechsel in der 67. Bangura kommt rein für Redondo, weil der einfach ziemlich kaputt ist. Und Hercher kommt für Luschek, einfach weil der schon eine gelbe Karte hat und auch kein so gutes Spiel abgeliefert hat bisher. Und da gehe ich lieber mal auf Nummer sicher. Nicht, dass der uns dann noch im nächsten Spiel fehlt. Passiert gerade nicht allzu viel. Wir können nochmal wechseln. Ich denke mal, wir nehmen Pyri einfach nochmal raus. Sicherheitsweise nicht, dass er sich noch verletzt. Und dann kann Spalvis auch nochmal in den letzten 8 Minuten vielleicht sogar noch eine Torchance irgendwie rausholen. Passiert nämlich gerade nicht viel. Ich glaube, das war's aber. So ist es. Wir gewinnen auch gegen Magdeburg mit 4:1. Durch einen überragenden Marvin Pyri, aber generell ein sehr gutes Spiel von unserer Offensive diesmal. Diesmal war die Defensive eher schwach und wir bleiben damit auf Platz 2. Dresden bleibt an uns dran. Saarbrücken hat auch gewonnen, wie ich vorhin gesehen habe, noch kurz vor Schluss gegen Köln.
Ach, Dresden hat sogar gegen München gewonnen. Oha, wir sind somit sogar an 1860 München dran. Wir sind ein Punkt hinter dem ersten. Das ist ja, also krass. München hat die letzten zwei Spiele verloren. Na gut, gegen zwei gute Mannschaften auch, aber trotzdem. Und Mannheim gewinnt natürlich auch wieder. Also die Teams, die oben stehen, gewinnen aktuell aber auch. Dementsprechend bleibt es weiterhin sehr, sehr spannend im Aufstiegsrennen. Theoretisch hat Bayerns Zweite sogar noch die Chance aufzusteigen. Na gut, die werden wahrscheinlich wieder nicht aufsteigen wollen, aber theoretisch sind die ja nur 7 Punkte hinter dem Ersten. Das ist heftig. Und hier unten ist auch noch nichts gegessen im Abstiegsrennen. Aber na gut, für Köln, Lübeck und Werl sieht es natürlich nicht super aus. Und Türkgücü München ist sehr wahrscheinlich schon abgestiegen. Sehr wahrscheinlich schon abgestiegen. Ich würde aber sagen, das war's dann auch erstmal für diese Folge. Letztendlich doch sehr erfolgreich. Ich dachte erst, nach der ersten Niederlage, vielleicht entwickelt sich da wieder so ein kleiner Negativtrend. Aber im Gegenteil, wir sind ein Punkt hinter 1860. 2 Punkte vorm dritten ist jetzt nicht so viel. 3 Punkte vorm vierten ist ebenfalls nicht viel. Aber dennoch, wir stehen ziemlich gut da. Es ist sehr spannend immer noch, was mich auch sehr dolle freut natürlich. Marvin Pyry, absolut on fire, 29 Spiele und darin 23 Tore geschossen. Jürgen Jasula auch mit 8 Vorlagen. Sehr, sehr schön. Und vorhin habe ich auch noch angekündigt, dass ich noch was Kleines sagen wollte. Nämlich, ich habe vor, den Verein oder den Kader ein wenig auszumisten. Einfach, um Geld zu machen. Erstens, zweitens ist unser Kader viel zu groß. Wir können mal kurz reingehen. Ihr seht, hier sitzen sehr, sehr viele auf der Reservebank. Gut, wir haben noch 1, 2, 3 verliehene Spieler hier sitzen. Dennoch, ich habe vor, den Kader ein wenig auszudünnen, weil ja auch natürlich neue Leute kommen müssen, weil das Team sich nächste Saison sonst sehr, sehr schwer tun würde in der zweiten Liga, falls wir aufsteigen. Für die dritte Liga müssten wir natürlich nicht ganz so viel tun. Da würde ich sagen, könnten wir fast mit dem Team dann auch den Aufstieg nächstes Jahr schaffen. Aber natürlich brauchen wir trotzdem immer wieder Neuzugänge und für diese braucht man natürlich Geld. Und wie macht man Geld, indem man spielerlos wird? Deswegen wäre es cool, wenn ihr mir mal in die Kommentare schreiben könntet, falls ihr irgendeinen Spieler habt, den ihr nicht verkauft haben wollt. Oder falls ihr irgendeinen Spieler habt, den ihr verkauft haben wollt. Lasst es mich wissen. Und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.